Hallo, das, was wir gerade geübt haben, in der Session vorher, den Texas Tommy in 8 Count und die Frankie 6 Counts mit den verschiedenen Exits, wollen wir jetzt mit Musik vertanzen. Wenn wir den Texas Tommy in 8 Count haben und danach kommen 6 Counts, ist keine Gefahr da, aber man hat nicht mehr die Musik unbedingt in dem Rhythmus, so wie sie normalerweise aufgebaut ist, weil der noch viel mit 8 Counts aufgebaut ist. Um das zu umgehen oder schön wieder in die Musik zu kommen, nehmen wir einfach uns mal vor, dass wir 4 6-Counts hintereinander tanzen. Beim Frankie 6-Count haben wir sozusagen den ersten 6-Count gemacht. Das ist dieser. Mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das wäre der erste. Der zweite. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Zum Beispiel mit dem Elbow Catch und bei der anderen Version mit dem Niederturn. Und der Exit mit 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, also Rollout. Oder die andere Variante, die der Leader sozusagen mit seinem Rockstep nach vorne macht. Das wären 3 Six-Counts. Und von hier machen wir entweder ein Pass mit Handshake oder ein Pass mit der normalen Hand mit Rock, Step, Triple Step und Triple Step und hätten dann den 4. Six-Count gemacht. Vorweg machen wir immer ein 8-Count Texas Tom. Mit Musik. Immer eine Variante. Six Count, ein Four und die andere. 5, 6, 7, 8. Rockstep. Texas Tommy. Feeling fancy free. Frankie Six. And I'm not alone. Elbow catch. Einfach mal zu der Musik zu machen. In der Mitte. Ab dem Ende. Viel Spaß.